Fire Emblem. Blablabla. Hat mich jemand gehört? Etty? Alter. Ich dachte, ich schlafe auf dem Bett. Da werde ich ein super Sniper. Okay. Ich glaube, mit ihr haben wir schon die meisten Gespräche eher jetzt. Um Schlafen, ja. Ja, hi und willkommen. Moin, habe ich dann die Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Lass mich mal kurz hier noch mein Stream-Ding, ja. Mein Aufnahmeding, ja. Selbes Ding ausrichten. So, und wir sind hier bei Fire Emblem Engage. Ich muss mal kurz gucken. Etty müsste jetzt die meisten. Nein, immer noch nicht. Ich dachte, wir hatten es schon eins mit dir. Ein zweites mit B-Rang, keine Ahnung. Ich möchte nie im Leben alle freischalten können. So, Band. Ich wollte schon wieder hier voll rausgehen, ne? Aber ich habe einige Bandgespräche auf Screen gemacht. Die will ich erstmal aus dem Weg räumen. Wir haben eine Menge, glaube ich, ja. Und zwar habe ich einige Charaktere trainieren lassen. Wir werden auch gleich sehen, warum, ne? Erstmal haben wir einigen Charakteren mit Byleth trainieren lassen. Und zwar einmal Panette und Marin. Boom. Weil die sind heute mit am Start. Zum ersten Mal, nachdem wir die bekommen haben. Okay. So, sie hat auch mit Lin, ja, Lin. So ist bei mir notiert. Muss ich erst mal gucken. なぜ皆さんお化けや虫が苦手なのでございましょうか。あんなにお可愛らしくありますですのに。私も苦手じゃないけど、そうね。どうしてかしら。お、ein bisschen am längen. Ich gucke jetzt nämlich auf beides. So, John habe ich mit Ike trainieren lassen. Der ein paar Muckis bekommt, ne? Ich bin einfach so buff, okay. Schau mich nicht so an. So, dann habe ich mit Lin, dann habe ich einige Leute mit Lin trainieren lassen. Und zwar einmal Diamando. Boom. Ich weiß aber nicht mehr genau wieso. Ich glaube, ich habe ihm Link ausgerüstet. Ne? Oh. Ich glaube, gut, dann haben wir Marin mit Lin trainieren lassen. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt, ne? Wo sie schon voll viel hat. Und sie habe ich auch mit Byleth trainieren lassen, damit sie diesen Erfahrungsboost bekommt, diese Erfahrungsfähigkeit. Wie wäre es, wenn ich dir den Kopf abreiße? Mal sehen, ob du dann immer noch besser bist als ich. So, dann habe ich Etty mit Corin trainieren lassen, damit sie diese Fähigkeit bekommt, Gegner festzunageln. Welche ich jetzt alles an meinen Fernkämpfern dranpacken will. Also Leute, die irgendwie mit Donner angreifen können. Oder meine Scharfschützen mit ihren langen Bögen. Und
weil das ist absolut broken. Ich kann Gegner einfach angreifen und die sind dann festgenagelt irgendwo an einen Ort. So, Alfred habe ich mit Lucina trainieren lassen, weil warum nicht? Ich glaube, ich habe ihn Lucina ausrüsten lassen. Weil wie gesagt, wenn man Embleme hochlevelt und die an die Leute ausrüstet, dann sind die sogar stärker. Das kostet nur irgendwie so, weiß nicht, 400 Punkte oder so. Was jetzt nicht viel ist. Deswegen mache ich das immer hin und wieder mal. So, und dann habe ich noch John mit Eureka trainieren lassen. Weil ich habe ihm Eureka gegeben. Weil sie hat die super coole Fähigkeit, dass sie weniger Schaden nimmt, also -3 weniger Schaden, was ja vollkommen überpowered ist für John, weil er gegen alles resistent ist, also physische und magische Angriffe. Da habe ich sehr viel Potenzial rausgeschöpft. Ich habe, weiß nicht, ich habe mich sehr, ich glaube, ich habe alle, ne? So, ich habe mich sehr darauf fokussiert, hier irgendwie sehr vorbereitet zu sein für das nächste Kapitel. So, wir gehen jetzt hier raus. Normale von den Dingern ja abgeschlossen und dann hoffen wir mal, dass heute was wird, ne? Wir tackeln heute Kapitel 17, ne? Mehr Infos dazu gleich, aber erstmal holen wir uns noch unsere Supports ab und so, ne? Und dann kann ich euch ja mal zeigen, so was ich so vorbereitet habe von meinen Charakteren. So, muss ich noch kurz was machen, Entschuldigung. Und sind neue Sachen respawn? Nö. Gut, dann schauen wir uns erstmal unsere Supports an. Steuerung. So. Erstmal habe ich wieder Geschenke verteilt. Und zwar an Ivy und Alchrist. Ivy. Lustige Musik. Start. そろそろ話し合いませんか?私に対して思うことがあるのなら遠慮せずに話してください。私たちは仲間なのですから壁はできるだけ取り除きたいのです。 Ja, hat sie nicht irgendwie gesagt, sie mag uns nicht oder so? Die sind einfach so perfekt. Eiskalt. Ich will noch einen Screenshot machen, aber Hey, warte. Okay, wie entschuldigt hat bitte schön, dass die zum ersten Mal gegen uns gekämpft hat. Ja. ありがとうございます。私もアイビーのことを尊敬していますから。恥ずかしくなってきたから、もう言ってもいいかしら。はい、大丈夫です。それからすみませんでした。私はアイビーを誤解していたようですね。またね。Okay, was ist gerade passiert? So, Alchrist, was hältst du von mir? Ich liebe euch. ちょっといいですか?はい、どうぞ。何を身構えているんです?土下座の準備です。土下座の準備。なんと。ビン、アルサイト、バレイト。謝罪すべき雰囲気を感じたので、一瞬で。フィルム、ミキ、ガンツ、ウェルト、アウトラ。 Irgendwo in der Ferne dreht sich Marin um. Obwohl du keine entwickelte Klasse bist und ich bin ein Gott und du bist nur ein Typ. Ich
あなたはあなたらしくいてください。僕はこのままでいいということですか。前向きな考えなどできないですし、褒められても素直に受け取れません。決断力も兄ほどないので、言動でイライラさせることもあると思います。それでもこのままでいいと。はい、でもいつか私の言っていることを分かってもらえたら嬉しいです。わかりました。 Lass den Typen nur einfach Depri sein. So, dann haben wir noch mehr. Nehmen wir die beiden mal. Jordan Zalkov. Was geht? Und dann habe ich Gott gefunden, jetzt bin ich Oberpriester. ほら、お菓子でも食うか？おもちゃもあるぞ。うん、大丈夫や。ありがとう。そうか。まあいい。とにかくこっちに来い。 少し意見を聞きたいんだ。意見って何の？俺は。それ、アークワード。モメント。だから一緒のお前の助言が欲しい。これ、ノーマル、ナチュラル、ウンター、アルトン。青の飛躍だ。青の飛躍？あ、これを飲むと頭の中の雑音が立ちどころに消える。 頭痛薬ってことやな。でこれが紅の飛躍、塗れば赤き悲痛な叫びの流出が止まる。つまり傷薬やな。青の飛躍とか紅の飛躍とかいろいろ無駄に意味深に言う人やな。何か言ったか？何でもない、こっちの話や。でもすごいやないか、どの薬もしっかりできてる。 Das ist wahrscheinlich voller Gift oder so, dass die ihn gerade da reingepackt hat, ne? So, Goldmary und Wanda haben ein Gespräch. Aber warum nicht? Ha, Relevanz. それだけのことで悲鳴を上げたのか。全く駆けつけて損をしたぞ。すみません。 In der Kleidung oder allgemein? Jabrete Kasche und Misero to it in da. Sonomama de Hasukashi no Daro. Demo, Modoranai to Saiho Dogo. Watashi wa motte iru. Sonote do nara sugu ni naoseru. Bando de san ga Saiho Dogo wo? Okashi ka? Ie, igai de wa arimashita ga. すごいなと思いまして。さあ、早く服を見せるんだ。私も暇ではないからな。バンドレさん、ありがとうございます。あくまでも応急処置だ。元通りになるわけではないから、そのつもりでな。Alles klar. Entfernt am besten eure Klamotten, damit ich es besser nähen kann. So, und Kagetsu, weil keine Ahnung, von Kagetsu habe ich irgendwie noch nichts gesehen. Müssen wir auch mal irgendwann platzieren. Kita, 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 kita. Ibisama, konban no okazu wa karaage ja. What? Bitte was? Kanno ga usui no. Ibisama wa karaage ga suki dewa nai to mieru.
そんなことないわ。別に普通よ。ならばなぜそんな怪訝な顔をしているのじゃ。花月のその予知能力、よく当たるわよね。くだらないものしか予知できないようだけど、的中率は今のところ100発100中。その通りじゃ。褒めてくれてよいぞ。いいえ。Klingt ein bisschen wie Gintok hier aus Gintama. Nicht von der Stimme her. Also ein bisschen wie er redet. Was wahrscheinlich Sinn macht, weil Samurai, ne? Aber. Ne? So ein bisschen hört sich das an, ne? Also die Redeweise. これは破顔一生。アイビー様が笑ったぞ。その笑顔が見られるのなら嫌われることくらい何でもないの。Okay. Ups. So, dann schnabulisieren wir noch kurz was. Und, oh, verdammt, gerade war noch Anna da. ようこそいらっしゃいました。So, dann.Gute Frage, ne? So, mit wem habe ich denn hier noch B? Ich will natürlich meine Lords ja alle schön hochleveln vom Support her. Letztens Diamant und Timera gesucht, aber die waren irgendwie nicht zu finden. So, ihr habt alle noch relativ wenig. So, und jetzt würde ich mir jetzt brauche ich hier mal einen halbwegs guten Effekt mal. Also hoffentlich, das sieht nicht schlecht aus, ne? Also hoffentlich kriegen wir auch halbwegs gute Bonus. Was war das? Pizza Crab. Gemüse. Ja. Kann ich eigentlich mehrere Sachen? Nö. So, bitte ein paar Bonus. Bitte noch einige Bonus-Dinger, ja, wenn es geht. Ich habe die heute, glaube ich, notwendig. Oh, nice, das ist gerade sehr wichtig. Die ganzen Werte. Wir brauchen alle Werte, die wir kriegen können. So, wir haben mit Citrin gerade noch ein Gespräch freigeschaltet. Das nehme ich doch gerne auch noch mit. Shinryu-sama, alle Karakangaite Marimasta. Okane de Wakaenai Mono de Yufku Sato Amue. Meine Liebe. Regaitai Nananoka. Kangaitzukete. Doregrai no Nengetsuka Sugita Kashira.Es waren vielleicht einige Wochen. Keine Ahnung, wann ist das letzte Gespräch? Es war mindestens eine Woche. Das ist ein toter Frosch. Er ist so ironisch. Dabei bin ich derjenige, der hier Kieselsteine verteilt.道端に落ちているその辺の石ころ、完璧な正解だと思います。あの神龍様。So fühlt sich also an, einen Kieselstein geschenkt zu bekommen. 説明不足だったようですね。これがその辺の石ころではなく、あなたの思い入れのある石ころだったなら、私はとても嬉しかったと思います。思い入れ。Also, sie hat sich doch voll die Gedanken gemacht. Lass mich raten, im letzten Gespräch wird es ihre Liebe sein, ne? Das kommt vom Herzen, nicht wahr? So. Sieht doch mal ganz gut aus, ne? Hier sind immer noch eine Menge Leute, die jetzt hier supportet werden. Aber wird schon noch klappen, ne?
mit den meisten bekommen. So, bevor ich jetzt hier rausgehe, wer ist noch schon wieder am Planschen? Ich hab die beiden, die sind die ganze Zeit am Planschen. So, wir haben alles erledigt, ne? Ich guck noch mal. So. Für die, die es vergessen haben oder für die neu sind. Ich habe das 17. Kapitel ja schon mal angetackelt. Und zwar bevor wir Ike's Paralog gemacht haben, Ike's Nebenquest. Und ja, da habe ich 3 Stunden dran gesessen und habe es nicht geschafft, ne? Weil die Gegner eindeutig zu stark waren, ich war zu schwach, ne? So, deswegen habe ich auch jetzt hier erstmal Ike's und Sorens Nebenquest gemacht. Und dementsprechend weiß ich schon, wie das nächste Kapitel aussieht, ne? Und was mich erwartet. Deswegen bin ich in das Kapitel reingegangen, habe schon mal meine Truppen da ausgerüstet und ausgewählt, weil das ist das Einzige, was mir ja noch gefallen würde, wenn man hier irgendwie die Einheiten so sortieren kann, ne? Also hatte ich irgendwie, keine Ahnung, die Charaktere hier so noch nach oben und unten so hier reinpacken kann, ne? Damit ich die halt vor dem Part sortieren kann, ne? Und ja, ich habe ich bin jetzt nächste Kapitel schon mal reingegangen, weil dann kann man schon sich die Charaktere auswählen, und wenn man ins Kapitel reingegangen ist, kann man ja wieder zurück zum Somniel gehen, ne? Also bevor man das Kapitel startet, ne? Und das habe ich dann gemacht, und dann sind die Charaktere so angereiht geblieben, nachdem ich die ausgewählt habe, was ein bisschen nützlich ist, ne? Und ja, 12 Charaktere kann man da mitnehmen. Ich habe mir mal 12 Charaktere ausgesucht und ich habe hier, ich glaube, ich werde während des Kapitels erklären, ja, warum ich diese Charaktere gewählt habe, ne? Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das diesmal schaffen, ne? Wie gesagt, ich habe das 17. Kapitel schon mal versucht und bin übelst gescheitert. Also ich bin nicht übelst gescheitert, ich bin nur am Ende so gescheitert. Der letzte Haufen von Gegner ist irgendwie als schwierigste im gesamten Kapitel gewesen. Ansonsten war es eigentlich relativ chillig. Und ja, weil ich unterlevelt war, habe ich halt Ike's und Sorens Paralog gemacht. Und ich werde Folgendes machen. Ich habe nämlich noch die Aufnahme von dem letzten Kapitel, von dem ersten Versuch des 17. Kapitels. Und ich werde natürlich jetzt nicht das gesamte 17. Kapitel nochmal hochladen, weil das sind 3 Stunden. Und das wird bedeuten, ich werde jetzt hier, wenn ich 3 Tage lang hier das Kapitel noch hochladen müssen, ne? Und ja, wenn ich das sowieso nicht schaffe, finde ich jetzt da Zeitverschwendung, ne? Von daher, aber ich habe, von daher werde ich das nicht hochladen, ne? Weil wir sehen es jetzt noch mal, also da wäre ein bisschen zu viel, okay? Dann geht vielleicht mein Ersteindruck von dem Kapitel verloren, aber da war jetzt nicht unbedingt viele Überraschungen in den Kapitel. Also da kamen keine Verstärkungstruppen oder irgendwelche anderen komischen Events oder so. Also man musste eigentlich nur alle Gegner besiegen, die da waren in dem Kapitel. So, von daher werde ich das nicht hochladen oder zeigen oder so, ne? Was ich aber zeigen werde, ist mein Ersteindruck von der Cutscene, die davor kam, weil die habe ich nämlich auch noch. Und was ich machen werde, ist, ich werde jetzt hier einen Schnitt machen, ne? Und nach diesem Schnitt seht ihr sozusagen meinen Ersteindruck von dem Kapitel, also zu den Cutscenes, die ich zum ersten Mal da gesehen habe, ne? Weil ja, das fand ich doch, war noch wichtig, dass ich das erhalten ließ, ne? Also ich mache jetzt hier einen Schnitt und ihr seht dann die Cutscene, die ich schon vor Ike's Paralog hier gesehen habe, und danach sehen wir uns wieder, und ja, dann sind wir wieder, weiß nicht, zeitmäßig in der Gegenwart anstatt in der Vergangenheit, ne? Weil das ist ja die Vergangenheit, ne? Gut, also gut, dann sehen wir uns nach dem Schnitt mit der alten Cutscene, und danach sehen wir uns nach der Cutscene in den Kampfvorbereitungen. Also bis gleich. Okay. Gucken wir mal, was uns hier erwartet, ne? Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr in zerstörte Ruhe in wie ist der letzte Kontinent nochmal? Nicht Brodia. Ich hab schon gehört. Aber jetzt haben wir keine Musik mehr, ne?
Doch, erinnere mich nicht an das Schloss, ey. Aber voll als schwieriger Kapitel. Ach, ist das diese eine, wo wir Celine getroffen haben? Ja, das eine Dorf. Ach man. Wer macht denn sowas? Ne, ich glaube, das ist nicht die Stadt. Das wäre ja an dem gleichen Feld gewesen, ne? Nee, jetzt kommen die beiden. Aber Thais Vale ist auch hier. Da, da ist sie. あなたたちはここに来たばかりよ。あなたたちがフィレネ王国に行くって聞いた。ただ会いに来ただけなの。会いに。どうして私たちがここに来ることを知っているんですか。村に火をつけているのはイルシオン兵です。ソンブル側であるあなたたちが 動向を把握していないわけがありませんよね。それはグリ。どういうこと？行き先を知っていたのはグリが指示をしたからだったの？Könnte es sein, dass ihr böse seid? Nein, wir doch nicht. 言いなさい、グリ。確かに俺はこの襲撃を知っていた。でも指示は俺じゃない。そう。一体誰が？ あなたですわ、ベイル様。今こうして村が燃えているのも、たくさんの人々が死んでいるのも、すべてベイル様の望まれたこと、あなたさま自身のご命令ですのよ。私の？Nein, die auch. Damit nicht, ich muss schon wieder gegen die alle kämpfen. やっかいことがあったもので。 Statten, wir sind die Komplikation. もしかして戻っちゃってる感じか。戻ってる。どういうこと？誰か教えてよ。ベイル様、この状態のあなたにつき合うのもいい加減面倒になってきましたわ。ここからは真実をお話ししましょう。 Warum? Das würde es irgendwie viel einfacher für uns machen dann。この通り、ベイル様は何にも知りませんわ。襲撃の指示なんてとんでもない。今回の襲撃も今までのこともすべて、もう一人のベイル様がしたことですもの。もう一人のベイル。これはソンブル様の偉大なるご意志ですの。 Also der anderen Mali, okay, wollte schon sagen. Ich ein Demo, das wäre sein Ehrenwort。ソンブル様の目に背き、平和などという幻想を夢見て、邪竜として当然の力も持たぬ欠陥品であるあなたでは、邪竜の娘としてふさわしくない。そう。
こで魔の力を持つ竜族であるこの私がソンブル様にお力を賜り、あなたに少し細工させていただきます。Warum erzählen wir das? Warum erzählt ihr das unseren Charakteren? 簡単なことですのよ。ベイル様の竜の衝動を。Das wird's doch irgendwie noch voll einfacher für uns machen. そうすれば人間を殺すことなど何とも思わなくなる。あなたはソンブル様の手となり足となり、神竜ルミエルを殺し指輪を奪い、各国に異形兵を差し向けていたんですのよ。そんな、私がじゃあいつも知らない場所にいたのは。あなたの意識が眠っている間に違うあなたが動いていたことの証明ですわ。正気に戻っている間にまさか差し向けた異形兵を自分で討伐していたなんて。その上ソンブル様の娘ともあろうお方が神竜とお友達だなんて、バカバカしくて笑っちゃうわ。指輪を奪ったのはベイルだけれど、彼女自身ではなかった。よかったですわね、ベイル様。誤解が解けました。Warum erzählt ihr uns das?ここから先はもうあなたは不要ですの。深く深くお眠りくださいな。いや、さあベイル様、お目覚めを。我々と共にこやつらも皆殺しにしましょう。ご苦労でした、セピア。おかげで存分に戦えそうです、ね。英雄王の指輪をここに。はい、ベイル様。マルス、シクヨ、お前たちも準備を。承知いたしましたわ。ああ、楽しみです。やっぱりそれなりに抵抗してくれないと面白くないですね。ねえ、神竜様。記憶の共有がうまくいっていなかったせいで、あなたがお友達だということ、この前は知りませんでした。失礼を許してください。謝罪なんて必要ありません。あなたなんかベイルじゃない。私だってベイルです。私こそがベイルなのですから。ここにいる私だけが邪竜の娘たる存在だと今から教えて差し上げます。みんな戦闘準備を。Alles klar. Mir ist schon wieder was runtergefallen. Ich bin's gerade nicht.So dunkel, egal. Ah, oh, Welt tut mir so leid, Mann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die böse Stimme. Weiß ich nicht. Ich finde die voll interessant. Du lebst noch? Oh, verzerrter.いらしたの。いいえ、死んでいますよ。これは異形兵ハイヤシン。Da muss ich wohl weiter mein Team ändern, das ich ursprünglich geplant hatte.
私の自信作なんですよ。モリオン王の異形兵と違って生きて戻ってきたみたいでしょ。私の作る異形兵はお父様のより上手なんです。生前の意識も少しばかり残っているぐらいに。でも戦いの邪魔になるので、それはちょっといじらせてもらいました。なんてこと。これは罰ですよ、アイビー王女への。私デスタン大教会ではよくも指輪を奪ってくれましたね。私ずっと思っていたんです、いつか仕返ししようって。ハイヤシンス、あなたにはこの指輪を。本当は草原の公女の指輪を用意したかったのですが、あ、君はリングだ。あなたの娘に取られてしまったので。剣王の指輪使ってくださいね。まだ、まあ、承知した。戦いというの、お父様と。Was, wenn ich nicht platziere? こんなこと、もうやめてください。これがどれだけ酷なことか、あなたにはわからないんですか。わかりません。こんなに楽しいことありませんから。あなたたちこそわかっていますか。この場所にはすべての紋章師の指輪があるのです。しかもその数は互角。どちらか勝てば、はい、楽しみですね。Sag das nicht weiter。さあ、思う存分殺し合いましょう。Was sagt mir halt ein schwieriges Kapitel. So, mal wieder andere Platziermusik. So, und da sind wir wieder zurück in der Gegenwart oder Zukunft. Und ja, ich fand witzig, wie ich am Ende dieses Clips gesagt habe, ich glaube, da wird ein schwieriges Kapitel. Ja, wie recht ich doch hatte, ne? So, wir sind hier in Kapitel 17, zerstörte Ruhe. Der zweite, diesmal aufgenommene Versuch. Und wenn ich das jetzt immer noch nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Dieses Kapitel hat es relativ in sich. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gemacht, deswegen weiß ich schon, was mich erwartet. Und was mich erwartet, ist eigentlich alles, was ihr hier seht, ne? Es gibt ja keine Verstärkungstruppen, so viel ich weiß. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche aufgetaucht sind. Und ich weiß nicht, ob man irgendwie noch so kurz gesehen hat, was für Einheiten ich hatte, aber es waren alles Einheiten, die noch nicht Level 20 waren und noch nicht Klassenwechsel hatten, die noch keinen Klassenwechsel hatten. Das ist jetzt komplett andersrum, ne? Und zwar habe ich jetzt hier nur Charaktere, die entweder einen Klassenwechsel haben oder keinen Klassenwechsel mehr machen können. Wie Zalkov und hier Sidal. Ich hatte keinen Dieb beim letzten Mal. Ich hatte, glaube ich, John nicht beim letzten Mal. Ich hatte, glaube ich, nicht Lapis, Marin, Etty. Ich glaube, ich hatte irgendwie so Sachen wie Butcheron und ja, ich glaube, ich hatte Butcheron, Chloe, Citrine, Alquist. Ich habe all meine unterlevelten Charaktere mitgenommen und das war nicht so eine gute Idee, glaube ich. Jetzt fühle ich mich allerdings ein bisschen sicherer. So, ich habe natürlich meine Strategie extra für dieses Kapitel ja modifiziert. Und ja, ich zeige euch mal, was uns hier alles erwartet. Ne? Wir müssen gegen alle Bluthunde kämpfen in diesem Kapitel. Ne? Das ist voll der Brawl hier zwischen wichtigen Charakteren. Ne? Hier haben wir zum Beispiel Gris und Celica. Und ja, die Bluthunde haben alle Ringe. Vale hat ja schon gesagt, hier glaube ich, hier ja, wird jetzt der Kampf zwischen sechs Ringen von da und da. Ne? Und ja, theoretisch habe ich ja mehr Ringe. Ich glaube, ich habe schon 10 Ringe, aber die benutzt man natürlich nicht. Und ja, Gris hat Celica, was bedeutet, er kann sich teleportieren. Und er hat einen Stärkungsstab. Und ein Stab ist, der alle Charaktere im Reichweite hier heilen kann. Also so in 5 Reichweite. Also alle innerhalb von 5 Feldern wären geil, was nicht schlecht ist. Und ein Bolganon, das ist auch nicht schlecht. So, er ist ehrlich gesagt nicht so schwierig, weil letztes Mal, als ich das Kapitel gespielt habe, hat der Typ sich relativ früh zu uns teleportiert. Und wenn man einfach nur einen Charakter dahinstellt, der irgendwie hohe Resistenz hat, wie zum Beispiel Hortensia, die hat, glaube ich, die meiste Resistenz von allen, ja. Also, sobald man den einfach
Sobald man einfach einen Charakter mit hohen Resistenz in den seine Reichweite reinstellt, dann teleportiert er sich zu einem hin. Da muss man ihn eigentlich nur noch erledigen mit allen Charakteren. Also ja, der ist relativ einfach, ne? Dann haben wir auf der Seite Yamani, welche Roy hat. Und ja, Roy hat halt die Fähigkeit hier absinken, Level plus 3, was auf den ersten Blick ziemlich gruselig ist, aber es ist immer noch Mani und Mani hat nichts an Resistenz. Das bedeutet, wir können einfach wieder mit Magie auf sie reinhämmern, ne? Aber ich glaube, sobald wir sie angreifen, bewegt er sich hier. Mauvier und Mikaya. Und er hat diese Multiheilung. Welche der beim letzten Mal nicht eingesetzt hat, aber der Typ hat eine sehr hohe Magie und alle möglichen krassen Waffen. Der war relativ nervig, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, wenn wir den erledigt kriegen, dann wird relativ einfach. So, diese blöden Drachen sind übrigens auch nervig, weil die so viel Schaden machen und so viel aushalten. Und die bewegen sich irgendwie meiste Zeit nicht, habe ich so ein Gefühl. Und ja, sind schon einige nervige Sachen. Ja, das Allernervigste, was ich hier allerdings nicht vorbeikam, war diese Konstellation hier, ne? Hier haben wir nämlich Ivys und Hortensias Vater, ne? Welcher relativ gruselig ist. Das war irgendwie das Schwerste, gegen was ich da ankämpfen musste letztens, ne? Weil der hat sowohl physische als auch magische. Ne, der hat nur physische Angriffe. Ich dachte, Donnerfoss wäre magisch. Ah, habe ich das letzte Mal nicht gesehen? Oh, oh. Okay, vielleicht hätte ich den doch erledigen können. Aber Problem war, glaube ich, nicht er. Das Problem war, dass er zusätzlich mit all den Leuten, die angestürmt kamen, ne? Unter anderem Vale, welche ja sehr stark ist in Sachen Magie. Obwohl sie war eigentlich auch nicht so schwer, ne? Aber ich kam nicht dazu, irgendwie hier, weiß ich nicht. Ich habe schon aufgegeben, bevor ich irgendwie gegen die beiden gekämpft habe. Oder ich habe versucht, gegen die beiden zu kämpfen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Die beiden waren einfach viel zu stark. So, Zephyr hat sich beim letzten Mal gar nicht bewegt, als ich das Kapitel versucht hatte. Also sie hatte sich überhaupt nicht bewegt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hatte. Also sie hat Sigurd, das heißt, sie kann sich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, die werden sogar nicht angezeigt. Aber ich hasse es. Ihre erhöhte Bewegung wird die angezeigt. Das sieht schon so aus, als wird die angezeigt. Aber ja, sie hat sich irgendwie nicht bewegt beim letzten Mal, als ich das versucht hatte. Also, er sind alle auf mich zugekommen und irgendwie kam ich nicht dadurch. So, ich glaube, der war auch noch dabei, ne? Die hatten also zwei Heiler die ganze Zeit, die immer die Leute hochgeheilt haben. Und ich kam da einfach nicht voran, ich kam da einfach nicht durch. Wir sind so langsam mal sicher irgendwann die Dinge ausgegangen. Ich glaube, die haben sich aber erst bewegt, nachdem ich den hier getriggert hatte. Das heißt, solange ich den nicht trigger, ist eigentlich noch alles cool. Wenn ich mich nicht irre, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie mit dem Timer zusammenhängt, ob die sich bewegen oder nicht, aber ich meine, die haben sich erst bewegt, nachdem ich den hier getriggert hatte. Von daher können wir halt noch so relativ gut kontrollieren, ne? So. Mit meinem ganzen Vorwissen von diesem Kapitel habe ich dementsprechend mein Team so ein bisschen ausgerüstet hier und ausgewählt, ne? Habe ich eigentlich alle Dinge hier verteilt, alle wichtigen Embleme, ja, ne? Nicht mal vor, man geht hier rein ohne Embleme. So, die Charaktere, die ich gewählt habe, sind natürlich. Ich habe Ivy und Hortensia mitgenommen, einfach nur, weil wir gegen deren Vater kämpfen. Deswegen fand ich das halt wichtig, dass die beiden mitkommen, ne? John, weil der einfach alles tanken kann, egal was. Außer die Drachen, weil die machen mehr Schaden als er AP hat, sehe ich gerade. So, ihn kann ich überall reinpacken mit Resistenz und Glück. So, er hat Erika ausgerüstet, welche Behutsamkeit hat, was heißt, er bekommt 3 Schaden weniger, egal was für ein Schaden. Das ist absolut überpowered für ihn, weil er voll hohe Verteidigung und Resistenz hat. Also er hat mehr oder weniger 34 Resistenz und 25 Verteidigung. So unsichtbare. Sie da wegen Tanzen. Zelkov habe ich mal nachgeguckt und zwar er hatte ich
glaube irgendwann mit 90 ausweichen, 94 ausweichen, ne? Und wie wir alle wissen, Diebe bekommen mehr ausweichen in Gebüsch und so, ne? Anstatt 30 bekommt er 60. Das heißt, er sitzt auf 154 ausweichen, was glaube ich wieder höher ist als alles, was die Gegner hier an Treffer haben, ne? Das bedeutet, wenn ich ihn irgendwo in ein Gebüsch packe, dann wird er von nichts getroffen. Und Magier sind, glaube ich, die einzigen, die hier so Ausweichbonusse ignorieren. Ne? Das heißt also, noch nicht mal sie kann irgendwie ihn treffen, weil sie hat Magie, aber sie ist ein Drache, was wieder eine andere Klasse ist. Ne? Das bedeutet, selbst sie könnte ihn nicht treffen. Sie kann ihn nicht treffen, er kann ihn nicht treffen. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich einsetzen, um diese Leute hier zu tackeln. Das einzige, was mich treffen könnte, wäre hier Marvs Fähigkeit, weil sie hat Marv Sternenlord Blitz. Ich weiß nicht genau, wie viel das abzieht. Sie bekommt plus 2 Angriffe, weil sie eine Dracheneinheit ist. Das bedeutet, sie macht 9 Angriffe und ich weiß nicht genau, wie das Schaden berechnet wird. Da steht zwar 30%, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie 30% von ihren Schaden ist, ob das irgendwie mit meiner Verteidigung zu tun hat und all sowas. So, er hat natürlich auch noch hier Lives Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was der nochmal hat. 4-fach Treffer. Ja, das klingt auch sehr heftig. Also, das sind die einzigen Angriffe, die Zelkov treffen könnten, weil die haben, glaube ich, immer 100% Trefferchance, ne? Aber wenn wir die überleben, und die können die ja nur einmal einsetzen, dann wäre der Rest eigentlich hier machbar, wenn ich mich irre, ne? Weil die können den nicht treffen. Ich weiß nicht, ob er Schaden macht gegen sie, aber er... Diebe können ja vergiften. Das heißt, eventuell wird er Schaden machen, ne? Also deswegen habe ich Zelkov halt mitgenommen. Warum nicht Yunaka? Weil Zelkov irgendwie diese komische Fähigkeit hat, diese persönliche Fähigkeit hier, dass er noch mehr Ausweichen bekommt, wenn Gegner ihn angreifen. So, dann habe ich noch Etty mitgenommen. Panette, weil sie halt einen mega hohen Stärkewert hat. Sie hat, glaube ich, 25 Stärke Grundwert. Und habe ich Lin gegeben, weil ich bin der Meinung, Lin sollte man immer den Charakter geben mit der meisten Stärke, weil dann machen wir den meisten Schaden mit ihren Astralsturm, ne? So, Etty habe ich Coin gegeben, weil Coin hat hier furchtbare Aura, mit der sich Gegner nicht bewegen können, wenn ich die angreife. Das heißt, ich nehme einfach einen Langbogen, schieß irgendeine gefährliche Einheit ab und diese Einheit kann sich dann einen Zug lang nicht bewegen und dann kann ich die bombardieren mit Angriffen, ne? Das haben wir ja schon mit Alchrist gemacht irgendwann mal. So, Diamant habe ich Ike gegeben wegen Angriff und Verteidigung. Alfred habe ich Lucina gegeben, weil ich glaube, da war der letzte, den ich irgendwie noch nicht ausgerüstet hatte. Also ja, warum nicht? Und Labis habe ich bei Lev gegeben wegen den Tanzen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe bei Lev nicht an meinen Hauptcharakter da dran gepackt, weil ich glaube, das schon Level 9 war, ne? Und das wäre dann irgendwie ausgeworfene Erfahrungspunkte, so Band-Erfahrungspunkte. Deswegen habe ich lieber hier Lapis bei Left gegeben. Außerdem ist mein Charakter relativ stark, das heißt, mit ihm will ich höchstwahrscheinlich öfter angreifen, anstatt tanzen. Und ja, das ist meine Strategie und ich hoffe, hat funktioniert, ne? Wie gesagt, das habe ich schon vorher gesagt, ne, vor diesem Schnitt hier. Der Anfang des Kapitels ist nicht so schwer. Es ist, sobald sich diese Leute hier bewegen, wird es schwierig. Aber alles andere ist relativ chillig, ne? Von daher gucken wir mal. Wir gehen jetzt hier einfach rein und machen alle fertig. Alle 6 gegnerische Kommandanten besiegen, genau. Wir müssen ja alle erledigen. So, ich habe übrigens gerade nicht erwähnt, aber ich fand die Preparation-Musik. Natürlich spreche ich das jetzt an, nachdem sie weg ist, ne? Aber hier die Prep-Musik, hier, die man gerade gehört hat. Also, ja, die Musik finde ich voll klasse. Und ja, gut. Die erste Runde ist relativ einfach, finde ich. Wir gehen hier rein. Wir haben 107 Ausweichen. Das heißt, diese Leute werden uns überhaupt nicht treffen können und wir machen die einfach fertig. Ne? So. Ja, die werden uns wortwörtlich nicht treffen können und keinen Schaden machen. Von daher, das ist relativ einfach. So, hier ist ein bisschen, muss ich sagen, tricky, aber
Wer weiß, vielleicht sind wir jetzt auch stark genug, um hier locker durchzukommen. Jetzt sieht ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. So, ich kann ihn hier reinschicken. Warte, ich sollte vielleicht mal Gris hier targeting, weil ich meine, er bewegt sich schon sofort auf einen los. Also der Typ hat es echt eilig zu sterben. Die Musik in dem ganzen Kapitel ist allgemein gut. Ja, die Vorbereitungsmusik von vorhin fand ich gut. Hier die Musik, die jetzt hier im Kapitel sich abspielt, finde ich gut. So, wenn ich dich hier hinpacke, also wenn ich in der Wand hinpacke, ist dann eigentlich okay, ne? Ach, ich kann ihn gar nicht erreichen, sehe ich gerade. Okay, vergiss es. Dann nehmen wir hier Palette, weil du kurz vorm Level up bist. Dann ist er ihn wohl. Ja. Für Schaden machst du 39, weil ich will sie nicht auf volle AP haben, wegen ihrer persönlichen Fähigkeit hier, ne? Sind die KP der Einheit nach dem Kampf unter 100% erhält sie kritisch plus 10, solange ihr KP unter 100% bleiben. Das heißt, ich möchte sie nie auf volle AP haben. Ja, hör mal, ja, ein paar neue Charaktere übrigens. Ja, cool. Oh, Geschicklichkeitsdieb, genau, auch nicht schlecht, weil sie ist unglaublich langsam, wenn ich mich irre. So. Also. So, ich habe übrigens ein Donnerschwert gekauft, ne? Weil sie hat relativ hohe Magie. Das heißt, mit ihr ist ein Donnerschwert ehrlich gesagt ziemlich cool. So, du bist hier hin. Sieben platt. Schon eine Weile her, seit ich hier Fire Emblem gespielt habe. So eine Woche ungefähr. Weil ich halt in letzter Zeit hier kann ich da schon reingehen und den erledigen. Ich würde den gern schon erledigen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war mit ihr. Sie wird ihn ja wohl erledigt kriegen, ne? Weil hier die Nebenquest mit Ike und Soren, die schon ein bisschen hinter, die liegt schon so ein bisschen zurück. Ich habe halt so viele Parts aufgenommen da. Am Stück damals, deswegen sind jetzt schon ein bisschen her. So, die machen wir natürlich fertig. Ich werde viel zu stark sein für dieses Kapitel. Ne? So, hey, einen Moment mal. Wenn ich mich nicht irre, dann kann ich jetzt doch schon Gris triggern, ne? Nein, verdammt, fast. Ah, hätte ich meinen Tänzer da aufbewahrt, ne? So. Okay, ich nehme an. Oh, das ist ja voll broken dann. So, und er rockt hier 154 Ausweichchancen. Wie gesagt, der Anfang ist noch chillig. Ist relativ einfach. So, du dürftest mich nicht treffen können. Du hast gerade den Zaun kaputt gemacht. Oh, der war cool. War ein kritischer Treffer? Der hat voll einen auf Virgil aus Devil May Cry gemacht. Oh, ehrlich, kein Crit. Ich wollte schon sagen, du bewegst dich auch. So, und ja, er bewegt sich schon auf uns zu, was nicht schlecht ist, ne? Wir packen erstmal alle Leute hier raus, bis auf die, die es tanken können.
Und ja, das macht das Kapitel relativ chillig, ja. Diese Begegnung hier relativ chillig. Ich weiß nicht, warum er schon sofort auf uns loskommen will. Warum es so eilig hat. Aber warum nicht, ne? Also ich nehme sehr stark an, John kann das auch tanken, ne? Also ja. Also ja, wir packen John hier in, ne? Warten wir noch. Und ja, er wird dann hier alle fertig machen. Oh ja, ich spreche. Ich vergaß. Bonk. Komm. Boah, das ist so geil. Also Training hat sich voll ausgezahlt. Dann nehmen wir mal Diamant, würde ich sagen. Ja. Jetzt ein Silberschwert, was einfach vollkommen überpowered ist. So, dann. Oh, ich habe eine Idee. Was passiert eigentlich, wenn ich Protection eingesetzt hätte? Ich habe den Angriff abgeblockt. Das packe ich dich daneben. Jetzt nimmst du noch weniger Schaden. So, und jetzt teleportiert er sich zu John. Er klingt ein bisschen wie Gintoki. Okay, er macht 16 Schaden. Ich weiß nicht, aus was sich dieser Schaden zusammensetzt. Aber ja. So, und jetzt bewegen die sich alle. Ne? Also, das fand ich schon damals irgendwie komisch. Also er bewegt sich als erster und dann bewegen sich seine Kollegen. Also ja, das hat mich schon verwundert beim letzten Mal. So, und jetzt, ich meine, die einfachste Lösung wäre jetzt natürlich hier Dings einzusetzen, ne? Schweigen, aber den Typen schaffen wir auch so. Mit ziemlich sicher müsste ihn keinen Schaden machen. Doch, er macht sogar ein bisschen Schaden. Was, wenn ich dich so angreife? Zweite Stufe. Dann breche ich dich zum Beispiel. Ich bin zwar ein Arzt, aber... Hm? Kann ich nicht doppeln? No. So. Nee, dich kann ich mit weiten. Kriege ich dich? Oh. Ah, natürlich fehlt wieder nur ein HP, ne? Oh, hey, warte mal. Hier. Fuck. Einfach neben meinen Charakter stellen. Boom. Jetzt treffe ich dich. Sehr cool. Und jetzt gehe ich hier mit vierter Stufe rein. Okay, ich auch. Nee, das reicht nicht. Oh. Und ja, da war es eigentlich schon mit Gris. Weiß nicht, die Tatsache, dass er sich als erstes bewegt, als im Gegensatz zu allen anderen, ist irgendwie sehr. So, ich gebe ihm mal ein paar Level Ups, damit er hoffentlich mehr Verteidigung kriegt gleich. Dann hoffentlich auch gegen Bale und ihre Kollegen überlebt. Also ja, Gris ziemlich easy. Oh, ich weiß nicht, warum ich noch weggedrückt habe. Sorry. So, oh, Verteidigung ist genau, was ich brauche, ehrlich gesagt, gerade. So. Making Bolganon und Stärkung.
Also ja, Griff ist ziemlich easy, ne? Aber das wusste ich schon. Ich weiß noch, als ich beim ersten Mal irgendwie so verwirrt war, ne? Weil der sich so schnell schon bewegt hat. Unsere Truppen. Also ja. Die Truppe hier ist jetzt eigentlich auch nicht so ein Problem. 22 Verteidigung, 35. Wer überlebt, hat den ganz sicher. Ich würde den schon gerne ja triggern. Du willst mich ja nicht doppeln, oder? Und du hast auch keine Crit-Treffer oder irgendwie sowas, ne? Wo du bist eine Labade. Ne, Crit 11. Und ich habe Crit-Abwehr von 23, cool. Gehen wir da rein. Gehen wir uns ein bisschen Stärke. Und dann direkt da rein. Ich könnte ihn noch hier einpacken, ne? Könnte ich, ja. Mache ich auch. Mit der Eisenlanze, damit er, glaube ich, nicht getroffen. So, hat er zweimal Dings bekommen. Ausrüstungseffekt. Tätigkeit 1, da steht gar nicht. So, ich kann ich eigentlich auch schon mal triggern hier, ne? Mit sie. Aber warten wir erstmal, da kommen ja auch noch einige Leute, ne? Wir machen das jetzt ja ganz chillig, ne? Weil ich hier nicht schon wieder verrecken will. So, ich aktiviere übrigens die ganze Zeit, damit ich hier Supportpunkte mit Dings bekomme, ne? Mit Corin. So, hat irgendjemand hier HP verloren? Nee, ne? So, wo ist Zeilkopf? Hätte der nicht gerade ein Level up? Da. Okay, der ist aber schon geheilt irgendwie. So. Ah, natürlich hast du einen Fernkampf. Hast du gerade die Lanze wegge? Ah ja, nie gesehen. Die Lanze einfach weggeschlagen. Au. Finde ich gut, diese Abwehr. Die irgendwie abwehren oder ausweichen, die irgendwie abwehren. Ist ja richtig stylisch. Das ist genau wie in Fire Emblem Echos. Dann auch super coole Animationen, ne? Wenn man irgendwie so einen Seitwärtsschritt gemacht oder so. So, du hast Elfenwind, Elfenlicht. Okay. Mit einem guten Tanz will ich den bestimmt erreichen, ne? So, Zellkopf. Hol dir mal ein paar Kills ab, würde ich sagen. Mal Yonaka einholen. Ey, das war meiner. Ja, sieht man schon den Unterschied, wenn man hier nur mit entwickelten Einheiten reingeht, ne? Anstatt hier nur mit, anstatt hier irgendwie die ganzen Luschen mit hochzuziehen, ne? Alter Alfred, er wollte die Kills wegzunehmen. Ich weiß, wir kriegen trotzdem die Erfahrungspunkte, aber mein Gott. Rege er sich ab. So, wir können, glaube ich, dich angreifen, ne? Uff, du machst, oh, du hast Elfenwind, okay. Nee, lass mal dann lieber. Nein. Er macht ihn einfach kalt. Nee, Elfenwind. Kann ich dich erledigen?
So, ich habe ihr mal die Silberlanze gegeben, ne? Von ich wusste, das war eine gute Idee. Ich habe ihr mal Louis' Silberlanze gegeben, die eine Tonne wiegt. Weil ich mir gedacht habe, hey, den immensen Schaden werde ich bestimmt irgendwann mal brauchen, ne? Ja, wie man sieht, habe ich es gebraucht. Oh, du hast ein Speer. Ich danke nach. Aha, daneben. Also warte, ich greife dich mal mit den Dingen hier an. Aber warum nicht, ne? Entschuldige mich, Tisch. Wenn ich Glück habe, könnte Etty den erledigen jetzt, ne? Ja. Sie macht so viel Schaden, ey. So, da muss ja irgendjemand mit irgendjemandem noch tanzen. Zahlkopf, Zahlkopf, ne? Ich muss einfach dafür sicherstellen, dass er hier gleich die Situation überlebt, ne? Deswegen gebe ich ihn hier mal ein paar Erfahrungspunkte, ne? Und Level 20. Noch mehr Verteidigung, jawohl. Noch mehr Geschicklichkeit, das heißt noch mehr Ausweichen. Oh, langsam ist das nicht schlecht. 18 Verteidigung. Das heißt, er kommt relativ viel. Ich meine, er wird sowieso nicht von den Sachen getroffen, aber sind halt diese Sachen hier, ne? Welche hier einfach, weiß nicht. Und ich weiß nicht, wo sich der Schaden irgendwie, wie sich das zusammensetzt, ne? Von daher, keine Ahnung. Muss ich halt warten, ne? Und deswegen muss ich mir die ganzen Drachenkristalle hier mal, Zeitkristalle hier aufbewahren. Okay, aber kein gutes Level Up. Aber jetzt bekommst du die Fähigkeit, Level 5. Die hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal, als ich dieses Kapitel gemacht habe, auch schon freigeschaltet. Greift die Einheit mit einem Buch an, kann sie zusätzlich Schaden gleich 50% des gegnerischen Magiewerts zufügen. Chance im Prozent gleich Beendigkeit. Also je nachdem, wie stark die Magie des Gegners ist, desto mehr Schaden macht sie. So, und sie hat 19, und da ist jetzt so 20%ige Chance, das auszulösen. So, kann ich irgendjemanden hier empacken? Panett, was mit dich? Wenn ich dich da reinschicke, überlebst du das? Vielleicht. Verdammt, zu weit. Achso, er kann. Ne, warte mal, wen konnte er erhalten? Egal. So, und wir werden mal den Zug hier. Jetzt bewegt er sich und die Typen mal. Okay.